Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute mal meine Clear Stamps Stempelsammlung. Die Holzstempel mache ich vielleicht mal irgendwann anders. Und zwar habe ich mir die jetzt mal ein bisschen archiviert, beziehungsweise ich muss nicht mehr an 100 Stellen nach meinen Stempeln suchen. Und ja, ich zeige euch das mal. Und zwar... hier vorne, das habe ich mir so festgemacht mit so einem Clip, weil ich hier vorne nur meine Stencils erstmal drin habe, aber da will ich mir noch einen anderen Ordner für holen, für Schablonen und so weiter, und damit mir die nicht immer unten rausrutschen, habe ich die festgemacht. So, dann habe ich so gemacht, ich habe mir ein Blatt genommen, habe das bestempelt und habe es dann laminiert. Und habe dann die Stempel vorne drauf. Also so wie hier jetzt, da habe ich es drauf geklebt mit der Stempelunterlage, dass ich es dann da nur abziehen muss. Das Stempeln alleine war schon eine riesen Sauerei. Also ich hatte am Schluss schon Handschuhe an, weil das war mega, mega dreckig. Ich habe immer noch ein paar Rissspuren. Ja, und dann habe ich die noch extra in so eine Hülle drin. Von denen brauchen wir jetzt bald ein paar mehr. Da haben wir uns jetzt 1000 Stück bestellt. Ob wir die je aufbrauchen, ist die zweite Frage. Aber ich habe dafür schon auch eine Menge gebraucht. Und wir wollen unsere ganzen Dokumente auch ein bisschen anders archivieren. Ja. Und werden da schon viele brauchen. So. Wie gesagt, ich habe ein Blatt Papier genommen, habe es bestempelt, habe es dann laminiert und habe dann die Stempel hinten drauf geklebt. So wie hier bei denen, das sind ja die dann auch auf den Block kommen. Ich zeige euch das mal bei denen. Die kommen dann genauso auch auf dem Acrylblock drauf und werden dann gestempelt. So, durch die laminierte Folie hält es auch super, bis auf den einen, der will irgendwie nicht halten. Den habe ich jetzt schon mit dem Tombow geklebt, aber trotzdem nicht. Der rutscht ja immer wieder in die Tüte rein, deswegen habe ich ja diese Hülle drum gemacht. Ja, da habe ich mir richtig viel Arbeit gemacht. Aber ich finde, die Arbeit war es wert, weil ich habe jetzt nicht noch 100 Sachen irgendwo rumfliegen. Die sind jetzt alle hier drin. Das sind zwei von den alten Action Clear Stamps. Und wo ich das andere alles her habe, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt natürlich auch die Hüllen weggeschmissen. Die hatte ich mir bei AliExpress geholt. Das sind diese Planer-Stempel. Kann ich eigentlich gar nicht sagen. Die sind eigentlich auch ganz bekannt. Ja, ich kann euch das jetzt... Das ist echt blöd. Ich hätte mir das hier draufschreiben sollen. Die Arbeit hätte ich mir noch machen sollen. Aber egal. Das sind meine Buchstabenstempel in Clear Stamp, die ich habe. Ich habe noch welche mit Holzklotz. Die habe ich auch auf den vorherigen Stempeldingern gelassen, damit ich die nicht alle extra abmachen muss. Die habe ich auch zusammengestempelt. Das sind die anderen drei. Ich glaube, es gab 5 von diesen Clear Stamps. Das sind die anderen drei davon. Die habe ich mir auch bei AliExpress geholt. Warum hier ein leeres Blatt? Keine Ahnung. Kann ich eigentlich gleich mal rausholen. Die habe ich falsch rum gestempelt, aber dann habe ich gedacht, das ist egal. Ich weiß ja, wie sie aussehen. Das sind... Komme ich jetzt auch nicht auf den Namen. Ist auch egal. Mit denen habe ich auch schon ganz viel gemacht. Ja, wie gesagt, das ist richtig, also total einfach. Und die Stempel halten auch richtig gut da drauf. Also man kann sie auch ab und wieder ran machen. Ganz easy. Ich finde es halt gut, die alle so
auf einen Blick zu haben. Hier kann ich dann gucken, immer durchgucken, welchen will ich. Weiß dann hinten in ungefähr, ich habe die auch dann dahin geklebt, wo ich hier vorne gestempelt habe. Weiß dann, wo ich mir was hole. Federn, Federn, Federn. Hier habe ich mir ein paar grafische hingemacht. Also ich habe schon versucht, das irgendwie ja, schon thematisch auch zu machen, wenn es ging. Ja, den wollte ich auch unbedingt haben. Habe ich bis jetzt noch gar nichts gemacht. Diese Katze, die da runter kratzt. Leider, leider, leider. Mit denen komme ich auch gar nicht so zurecht. Also es sind diese Wassertropfen. Aber mit denen konnte ich noch nicht so richtig was machen. Das sind Tim Holz. Meine ersten Tim Holz. Die Vögel hätte ich auch gerne, aber die sind so wahnsinnig teuer. Diese Wichtel habe ich mal in Schweden bestellt. 3 Stück. Müsste auch irgendwo, müssten dann noch die anderen 2 sein. Das sind wieder so dickere. Mit dem Weihnachts- oder Schnee- oder Winterstempel habe ich auch schon total viel gemacht. Ja, das sind wieder die. Auch einen bestimmten Namen, da komme ich jetzt nicht drauf. Diese Hexagon-Buchstabenstempel fand ich auch ganz toll. Ich liebe ja Hexagon, habe leider auch noch nicht so viel damit gemacht. Dieses Handmade by kommt immer auf meine Weihnachtskarten hinten drauf. Die Arbeit gemacht und habe das alles einzeln so drauf gemacht und einzeln gestempelt. Später habe ich das dann schon immer nicht mehr auf den Acrylblock gemacht, sondern mit dem etwas wackeligen gestempelt. Ja, das sind so Planerstempel, so ein bisschen. Die habe ich auch bei AliExpress geholt. Die habe ich mal an der Scrapbook-Werkstatt gekauft im Zehl und die glaube ich auch. Das sind auch ganz tolle. So, dann kommen wir jetzt wieder zu den winterlichen oder weihnachtlichen. Mal ein bisschen hoch. Da ist der andere Wichtel. Ich hatte 3 Wichtel. Wo ist denn? Ich glaube, den anderen konnte ich noch nicht kleben, weil ich keinen Mount. Irgendwas mit Mount. Clear Mount. Stand Mount. Irgendwas. Weil ich das noch nicht habe. Da brauche ich noch mal was, damit ich den kleben kann. Da hatte ich jedenfalls 3 Stück von. Hier für den Adventskalender to go. So, jetzt kommt mal wieder aus dem raus. Die sind, glaube ich, von Kulrike. Die habe ich auf der Messe letztes Jahr geholt. Ja, das habe ich schon länger. Das waren ein paar von meinen ersten Stempeln, als ich anfing, Karten zu machen. Der Adventskalender to go. Mache ich auch jedes Jahr welche. Ist immer zu spät. Das waren auch welche von meinen allerersten Stempeln und das war es auch schon mit meinen Clear Stamps. Also allzu viele habe ich davon nicht, wie manch andere. Obwohl, jetzt fällt mir eben gerade ein, ich habe noch ein oder zweimal Stampin' Up Clear Stamps. Wo habe ich die denn? Ich habe eindeutig zu viele Schubladen. So, da habe ich nämlich noch mal was. Wie mache ich das denn? Das war ja fast so schade, das wegzuschmeißen. Habe ich die so mit rein, Hefte, hier irgendwie dran mache. Mal gucken. Das habe ich ganz vergessen. Also diese 2 habe ich noch aus dem Häuschen und mein Lichtblick. Mein Lichtblick habe ich mal bei meiner Bestellung dazu bekommen. Als Prämie, glaube ich. Immer diese weihnachtliche Bestellung oder die man im Januar macht, wo man auch immer, wenn man einen bestimmten Wert oder wenn man was bestellt, wo man was dazu kriegt. Und da hatte ich meinen Lichtblick dazu bekommen. Und aus dem Häuschen, da habe ich zum Beispiel diese Häuschen, da habe ich die letzten Weihnachtskarten gemacht. Also das waren so 3D-Karten, wo dann so Häuschen und Tannenbäume rausgeguckt haben. Wie gesagt, wenn ich die Bilder finde, hänge ich so noch hinten dran ans Video. Ja,
das sind auch so Gummi. Also die sind normale Clear Stamps. Die kannst du auch mal in einem Design machen. Und die hier, das sind wieder diese Gummidinger. Also mit denen habe ich auch noch gar nichts gemacht. Da klebt man dann hinten drauf diese Sachen, dann hat man hinten drauf, wie das aussieht. Ja, wie bei dem Gorgeous-Stempel, den ich euch gezeigt habe. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe die auch noch nicht benutzt. Ich glaube, ich wollte die auch mal verkaufen und dann habe ich es gelassen. Ja, und jetzt habe ich sie noch. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Die kommen jetzt mal mit hier rein. Damit ich sie nicht wieder vergesse. Und das ist halt das Tolle, da will ich hier nämlich genau das Gleiche machen. Die habe ich mir ja Schablonen hinten mit non-permanent Sprühkleber. Das heißt, die kleben. Und das will ich mir dann so auch auf dem Laminierten machen. Natürlich dann mit bunten Blättern, damit man die Stencils ein bisschen besser sieht. Ja. So, dann haben wir doch schon auch eine Verwendung für die Leere, die da mittendrin war. Kommen jetzt erstmal die beiden rein. Ja. Also die Höhlen sind wirklich super. Die waren günstig. 1000 Stück irgendwas bei 22 Euro. Die sind sehr dünn. Das heißt, man kann viele Dokumente archivieren, was wir ja auch vorhaben. Und hat trotzdem noch viel Platz im Ordner. Und gerade weil ich hier schon Stempel drin habe, war es ganz gut, dass die nicht noch zu dick sind. Aber die sind total reißfest. Also die sind super. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich euch den Link noch mit rein. So. Wieder so ein bisschen festzumachen, damit die unten nicht so rausrutschen. Und das war's. Das waren meine Clear Stamps. Jetzt auch alle. Und ja, wenn ich jetzt was mit Stempeln mache, brauche ich mir nur den Ordner holen, habe alles auf einem Platz und ja, kann sofort auch wieder drauf machen, sofort auch wieder wegpacken. Das hilft mir ungemein in meinem Chaos, da die Ordnung zu halten. Also das hat sich jetzt auch schon bewährt. Gut, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Ja, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes mache. Lasst euch überraschen. Vielleicht zeige ich euch nochmal meine Tasche, die ich mir gemacht habe, etwas genauer. Die habe ich mir mit Flexfolie bebügelt, mit tollen Sprüchen. Dazu vielleicht später mal mehr. Okay, tschüss.